In Schock geht es um Bruno, einen Arzt, der seine Approbation verloren hat und trotzdem weiterarbeitet, Leute behandelt, die illegal in Deutschland sind, keine Krankenversicherung haben oder halt auch eben einfach Kriminelle sind. Und er gerät in den Strudel zweier sich rivalisierender Gruppen und wird immer mehr selbst zum Täter. Schock ist ein Neo-Noir-Thriller, ein düsterer Film, ein spannender Genrefilm. Ja. Kannst du gehen? Hä? Bruno. Was willst du hier? Was machst du hier? Drück das drauf, feste drauf drücken. Okay. So fest du kannst, richtig fest drauf drücken, okay? Hey, wie sieht's aus? Fuck. Ja, keine Ahnung. Wie kriegt man so einen Look hin? Also zum Beispiel, wir haben vier Szenen, die im Auto spielen und nachts im laufenden Betrieb gedreht sind. Das ist immer eine logistische Herausforderung. Und die größte Herausforderung ist, dass man am Ende nicht spürt, was für ein Schmerz es war, das so gedreht zu haben. Und ich hoffe, es ist gelungen. Und das ist tatsächlich einfach, es braucht Zeit. Es kostet viel Zeit, viel Orga, viel auch ausprobieren, so, wie macht man sowas, ne, so, und Kamera vorne, hinten, links, rechts, die Möglichkeiten sind beschränkt und irgendwie, ja. Was machst du in so einem Laden? That's it. Was meinst du? Ich habe Schulden kassiert, was machst du, was hast du da zu suchen? Ich habe eine der Frauen behandelt. Ist dein neuer Job, oder was? Hm? Notenarzt, oder? Leute rufen mich an und ich komme vorbei. Was für Leute? Leute, die nicht ins Krankenhaus können. Ich suche jemanden. Einen alten Italiener. Hat Krebs. Ah. Sorry. Also während der Dreharbeiten hat das gar nicht so sehr eine Rolle gespielt, weil ich gedreht habe als Schauspieler und dann halt eben diese Rolle erfüllen musste. Die Arbeit, Regiearbeit in dem Kontext war eigentlich eher das Ganze drumherum, also die Vorbereitung auf den Dreh, die Entwicklung des Buches. Also wir haben da einen sehr, sehr eine flüssige Vorstellung von dem Begriff Regie in dem Fall. So. Mhm. Während der Dreharbeiten hat Daniel sehr die Organisation übernommen. Das war einfach zwangsweise notwendig, aber in dem ganzen Prozess sind da die Grenzen fließend gewesen. Genau, wir haben uns sehr viel Zeit genommen mit dem Stoff. Wir haben geschaut, wo uns die Geschichte hinträgt. Es war auch ein sehr assoziativer Prozess. Wir haben einen Teil entwickelt, wir haben eine Woche das liegen lassen, uns danach sehr tief in die Augen gesehen und gesagt, was haben wir da eigentlich gemacht? Wir haben auch immer und immer wieder unseren eigenen Stoff interpretiert und versucht herauszufinden, was wir eigentlich gemacht haben. Und genau, es war wirklich ein kreativ ganz, ganz toller Prozess. Ich glaube, dass der Film ganz genau hierhin gehört, auch wenn wir nicht mehr die Jüngsten sind. Ich glaube, dass das jetzt so zwei Mit-40er irgendwie neues deutsches Kino machen. So be it. Der Film gehört sehr in diese Reihe und ich bin sehr froh, hier zu sein mit dem Film.